Herzlich willkommen zur Übung Side Leg Series. Ich heiße Claudia, ich freue mich, dass du jetzt gleich mit mir trainieren wirst. Wir machen eine Pilates-Einheit und sie wird ungefähr 20-25 Minuten dauern. Am Anfang starten wir wieder, werden alles lockern und durchbewegen. Du achtest bei den Übungen drauf, du machst immer nur so viel mit, wie es gut geht. Und wenn du das Gefühl hast, du brauchst Pause, gönn dir Pause zwischendrin. Ich werde unterschiedliche Varianten für die Übungen machen. Du nimmst die Variante, die für dich am besten passt. Jetzt starte, gönn dir einen tiefen Atemzug, tief einatmen und dann zieh dich in die Länge, rechte Seite lang machen, linke Seite lang machen, dehn die Seite und fallen lassen, ausschwingen, hängen lassen. Gleich nochmal tiefer Atemzug und geh ein bisschen weiter in die Seite hinein, nach oben und zur Seite, nach oben, zur Seite. Wieder fallen lassen, hängen lassen, ausschwingen. Und dann gleich nochmal, ein tiefer Atemzug noch, letztes Mal. In die Seite hinein, dehn die Muskulatur, seitliche Rumpfmuskeln dehnen, Beine ein bisschen mitbewegen. Und dann lass dich fallen und diesmal bleib hier unten. Bleib hier und wippe ein bisschen von rechts nach links. Der Kopf hängt entspannt nach unten, der Nacken entspannt, der Rücken entspannt. Und auch hier gilt, geh nur so weit nach unten, wie es für dich gut geht, wie es für dich angenehm ist. Das muss nicht zum Boden sein, sondern so weit, dass du die Dehnung in der Oberschenkelrückseite gut spüren kannst. Langsam wieder zur Mitte zurück. Bauchnabel zieht ein. Jetzt roll dich langsam Wirbel für Wirbel nach oben hoch. Wenn du oben angekommen bist, dann kreist deine Schultern. Drei, viermal nach hinten kreisen, drei, viermal nach vorne kreisen, alles ein bisschen lockern und durchbewegen. Die Hände kommen oben drauf, die Ellenbogen genauso, ein paar Mal nach hinten, ein paar Mal nach vorne und den Wechsel zurück. Dann schwing deine Arme wieder locker aus, vor und zurück. Und gleich noch von rechts nach links, locker die Muskulatur zwischen deinen Schulterblättern. Pendel dich wieder ein in der Mitte und dann kommen die Füße dran. Es geht einmal rechts, einmal links auf die Fußballen. Und hier zieh schon deinen Bauchnabel ein, lass die Schultern sinken, Wirbelsäule lang und zieh das Kinn ganz leicht an. Lange Halswirbelsäule um die Ohrachse herumdrehen. Bleib jetzt auf einer Seite, drüber wieder zurück, kleine Knöchelchen, kleine Fußmuskeln lockern, durchbewegen. Kräftig ausschütteln. Und das Ganze auf der anderen Seite, drüber wieder zurück und wieder kräftig ausschütteln. Jetzt ist erstmal der ganze Körper durchgelockert, durchbewegt. Jetzt starte mit der ersten Übung für die Balance, für die Stabilität. Bauchnabel zieht nach innen oben und schließt deine Rippen. Bleib lange in deiner Wirbelsäule. Es geht im Wechsel, erst auf die Zehen, dann auf die Fersen. Einatmen hoch, ausatmen zurück. Find deinen Tempo, find dein Tempo, deinen Atemrhythmus dabei. Langsam hoch, langsam zurück. Geht das gut? Atmest du noch? Bauchnabel noch eingezogen? Dann öffne die Arme auf die Seite, schieb dich in die Länge hinein. Und hier dreh den Daumen nach unten und dehn gleich noch ein bisschen die Oberarm- und die Unterarmmuskulatur mit. Es aktiviert die Venenpumpe, stabilisiert deinen Stand und trainiert deine Fußgewölbe. Alle Muskeln, die um das Fußgewölbe herum sind, werden jetzt aktiviert und trainiert. Nimm die Hände nach hinten und gleichzeitig kannst du ein bisschen die Brustmuskeln mitdehnen und die Muskulatur zwischen deinen Schulterblättern trainieren. Jetzt überprüf nochmal, Bauchnabel eingezogen, Rippen geschlossen. Ich hoffe, du atmest noch. Spürst du deine Waden schon ein bisschen? Wenn du da was spürst, hast du alles richtig gemacht. Dann mach die letzten zwei. Und Pause und locker auch jetzt alles ein bisschen aus. Also ich spüre meine Waden schon. Trotzdem machen wir nochmal eine Übung im Einbeinstand diesmal und dafür sink in einen Fuß hinein. Du stehst im Dreipunktstand. Vorne, außen, hinten ist belastet. Der Innenrand zieht nach oben. Der andere Fuß kommt jetzt oben drauf. Beide Becken kämen auf gleiche Höhe, beide Schultern auf gleiche Höhe. Stabilisier dich gut, Becken ein kleines bisschen nach hinten und jetzt berühre deine Hände vor und hinterm Körper. Die Übung muss ein bisschen wackeln, damit die Muskeln was zum Arbeiten bekommen. Wenn es also nicht wackelt, dann schließ deine Augen. Vielleicht magst du ein Auge schließen. Wackelt es jetzt?
Wenn es immer noch nicht wackelt, schließ beide Augen. So, bei mir wackelt es jetzt schon kräftig. Aber bitte nur so viel wackeln lassen, dass du noch atmen und lächeln kannst. Letzten zwei. Und Pause und locker dich wieder ein bisschen aus. Das Ganze machen wir natürlich gleich auf der anderen Seite auch. Sink in deinen Fuß hinein. Dreipunktstand vorne, außen, hinten ist belastet. Innenrand zieht hoch vom Fuß und der andere Fuß kommt oben drauf. Sortiere deine Beckengämme, zieh den Bauchnabel ein, Rippen schließen, Schulterachse parallel zur Beckenachse und dann beginn wieder. Berühre die Hände vor und hinter deinem Körper. Du atmest regelmäßig in die Seite atmen. Und wackelt's? Wenn es nicht wackelt, Augen wieder schließen, ein Auge schließen. Wow, bei mir wackelt schon. Vielleicht sogar beide Augen schließen. Trotzdem atme noch. Und wenn du dann Zeit hast, ab und zu lächeln zwischendrin. Nochmal lang werden. Juhu, jetzt wird es aber ganz schön wackelig bei mir. Letzten drei, vier Mal. Und Pause und locker alles wieder kräftig aus. Die Übung im Stehen hast du hinter dir, Standing Pilates Exercises. Machen wir zwei davon am Anfang. Jetzt gehen wir nach unten auf die Matte und dafür stell dich an dein hinteres Mattenende. Lange Wirbelsäule, Schultern sinken lassen und dann atme ein. Tiefer Atemzug, streck dich ganz lang. Und mit dem nächsten Ausatmen komm nach unten auf die Matte. In eine Dreiecksposition und hier drück die Fersen im Wechsel in die Matte hinein. Die Wade nochmal dehnen, den Rücken entspannen. Wenn du magst, beide Füße gleichzeitig hoch und wieder tief. Einmal noch. Und dann komm nach unten. Vierfüßlerstand. Die Wirbelsäule wird ganz rund. Nase zum Bauchnabel. Und wieder lang. Nase zur Decke hoch. Mach dich rund. Einrollen. Und zieh dich lang. Schieb dich in die Länge hinein. Letztes Mal. Und dann senk dein Becken nach hinten ab. Arme weit nach vorne. Und in der Position gönn dir drei, vier tiefe Atemzüge. Lass alles in die Matte hineinsinken. Entspann deinen Kopf auf der Matte. Entspann die Schultern, entspann den unteren Rücken. Ein tiefer Atemzug noch. Dann löse deine Position. Jetzt machst du gemütlich in Rückenlage auf deiner Matte. Bereite dich vor für die Übung für das Krafttraining. Wir starten wieder mit zwei Übungen für die Bauchmuskulatur und dann geht es in der Seite weiter. Roll dich, stell die Füße parallel auf, roll dich langsam Wirbel für Wirbel nach unten. Kopf und Schultern sinken in die Matte hinein. Trainier, wenn du magst, aus der neutralen Position heraus. Wenn du das Gefühl hast, du weichst aus, drück die Lendenwirbelsäule fest in die Matte hinein. Bauchnabel, Becken, Boden, Rippen, alles ist festgeschlossen. Mit dem nächsten Ausatmen Arme hoch, Beine in eine Bankposition. Drei, vier Shoulder Drops zu Beginn. Und dann senk deine Hände ab. Neben die Oberschenkel und mit dem nächsten Ausatmen komm hoch für die Hundreds. Vier, fünfmal einatmen und vier, fünfmal ausatmen dabei. Deine Knie sind auf selber Höhe wie das Hüftgelenk, deine Füße ungefähr auf Kniehöhe, 90 Grad Hüfte, 90 Grad Knie. Wenn du magst, dreh die Hände dabei. Einmal nach unten drehen beim Einatmen und nach oben drehen beim Ausatmen. Nimm gleich die schrägen Bauchmuskeln mit dazu. Ein Bein streckt, ein Bein bleibt gebeugt und Vorsicht, du hältst immer noch die Spannung im Bauch und du lässt die Rippen gut geschlossen und die Schultern locker und entspannt. Wie geht's dir mit dem Atmen? Atmest du noch? In die Seite atmen. Wechsel, anderes Bein. Halt gut die Spannung, zieh dich noch ein bisschen mehr in die Länge, schieb die Schulterblätter weg von der Matte. Und wenn du noch Kraft hast, wenn es noch gut geht, dann streck jetzt beide Beine aus. Roll dich weiter nach oben. Und du weißt ja, wenn du das Gefühl hast, der Nacken tut weh, kannst du auch die Hände in den Nacken nehmen für die Position. Endspurt, du bist bei den letzten. Vier, drei, zwei mehr. Durchhalten, bleib oben. Und Pause. Ein Bein kommt auf die Matte, das andere Bein zum Körper ran, in die Dehnung hinein.
und mach dich rund und roll dich hoch, rund nach vorne, wie über einen großen Ball nach vorne rollen. Und das andere Bein kommt mit rund nach unten, roll up, roll down. Die Oberschenkelrückseite dehnen, die Wirbelsäule mobilisieren und die Bauchmuskeln entspannen. Muskeln durchbewegen, Faszien dehnen. Letztes Mal. Und dann bleiben beide Füße fest auf der Matte verankert und dann roll dich wieder langsam Wirbel für Wirbel in die Matte zurück. Beide Hände zeigen zur Decke hoch, stell die Beine auf und baue Spannung auf. Bauchnabel, Rippen schließen, Füße in die Bankposition. 3, 4 Shoulder Drops zu Beginn. Und senk deine Hände ab zu den Knien. Tiptoe heißt die nächste Übung. Dafür tipp im Wechsel mit dem rechten Fuß auf die Matte und mit dem linken Fuß auf die Matte. Die Bewegung kommt nur aus deinem Hüftgelenk heraus. Dein Rücken ist immer in der gleichen Position, fest und stabil. Bleib neutral, wenn du kannst. Oder wenn du das Gefühl hast, du weichst aus, dann drück dich fester in die Matte hinein mit deiner Lendenwirbelsäule. Geht's gut bei dir? Lächelst du noch? Ist deine Atmung noch regelmäßig? Der Bauchnabel noch eingezogen, die Rippen gut geschlossen? Wechsel einmal ab. Jetzt mach das Ganze mit rechter Hand linkes Bein, linke Hand rechtes Bein. Und dafür drück gleich mit der Hand von innen gegen dein Knie. Die Beinmuskeln aktivieren, die werden wir gleich brauchen für die ganzen nächsten Übungen. Also drück gleich von innen dagegen. Spannung gut halten. Ausatmen. Endspurt, die letzten 4 für jede Seite. Noch 3. Trotzdem nochmal Bauchnabel fest einziehen, Rippen gut schließen und mach wieder nur so lange mit, wie du gut atmen kannst. Ein letztes Mal noch und Pause. Beide Beine kommen ran zum Körper und dann roll dich mit ein bisschen Schwung zum Sitzen hoch. Hier oben dreh dich gleich auf die Seite für die Side Leg Series. Dafür platziere dich am hinteren Ende deiner Matte, dass du nach vorne viel Platz hast. Und jetzt achte darauf, dass beide Beckenkämme auf gleiche Höhe kommen. Du achtest darauf, dass du nicht nach vorne, nicht nach hinten fällst, sondern die Balance ist hier unten auf dem Trochanter, auf dem wackeligsten Punkt. Dein Kopf kann liegen, Bauchnabel, Rippen schließen und mit dem nächsten Ausatmen heb beide Beine an von der Matte. Unteres Bein schwebt jetzt, oberes Bein bewegt. Wenn dir das zu unbequem ist für deinen Kopf, dann nimm dir ein kleines Polster unter den Kopf. Schieb dich noch weiter in die Länge hinein und Vorsicht, ist dein Becken noch stabil oder bist du nach hinten gekippt? Halt die Position. Wenn du noch mehr mit den tiefliegenden Bauch- und Rückenmuskeln arbeiten magst, dann kommt jetzt die obere Hand zur Decke nach oben hoch. Jetzt stabilisierst du dich nicht mehr mit deinen Händen, sondern nur noch mit der tiefliegenden Bauch- und Rückenmuskulatur. Und wenn es ein bisschen wackelt, machst du alles richtig. Genau, super, sehr gut. Und dann bleib hier und es geht im Wechsel vor und zurück. Scissors, die Schere, langsam vor. Langsam zurück. Die Bewegung ist ungefähr so groß, wie deine Matte breit ist. Wenn du zu viel wackelst, kommt die Hand auf die Matte, halt dagegen. Wenn es gut geht, streck die Hand immer noch zur Decke nach oben hoch. Sind die Beckenkämme noch stabil? Bist du noch mit dem Trochanter auf der Matte? Ziehst du dich noch in die Länge hinein? Die letzten 2. Allerletztes Mal. Und dann bleib hier. Das untere Bein über dem vorderen Mattenende hinausgestreckt, das obere Bein macht gleich weiter. Point hoch, flex nach unten. Point hoch, flex tief. Und bleib bei deiner Atemtechnik. Einatmen hoch, ausatmen nach unten. Zieh deinen Bauchnabel wieder ein, schließ die Rippen und dann gleich andersherum. Flex hoch, point nach unten. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich spüre so langsam meine Po- und Beckenmuskulatur. Mal gucken, ob ich das so lange durchhalten kann wie du. Schauen wir mal. Vielleicht brauche ich Pause, dann gehe ich jetzt gleich korrigieren. Na blöd, Video, da kann ich nicht korrigieren. Bleib oben, Fahrrad fahren, große Bewegung, weit nach vorne, weit nach hinten und halt deine Spannung im Bauch. Hier ist eine Handbreit Abstand, nicht nach unten sinken, nicht nach oben sinken, halt die Spannung. Immer nach 3, 4 Mal wechsel deine Richtung. 3, 4 Mal in die eine Richtung, 3, 4 Mal in die andere Richtung. Und wenn das Ganze zu einfach ist, nimm die Hände in den Nacken oder streck die Hand zur Decke nach oben hoch. Wie geht es dir mit deiner Atemtechnik? Atmest du noch in die Seite? Atme. Sind deine Rippen noch gut geschlossen?
Bauchnabel eingezogen. Also ich schaffe jetzt noch einen letzten Richtungswechsel. Schaffst du vielleicht noch mehr? Dann stopp kurz das Video und mach noch ein bisschen mehr für mich. Und dann bleib hier. Unterschenkel streckt nach vorne. Vor. In der Position Vorsicht, dass du hier nicht einknickst. Halt dein Becken stabil und schieb dein Becken ein bisschen weiter nach hinten. Leichte Hohlkreuzposition. Letztes Mal und jetzt bleib gestreckt. Bein weiter nach vorne, Becken weiter nach hinten. Schieb dich in ein Hohlkreuz, das geht gar nicht in der Position, aber versuch dich so zu halten. Das ist der Endspurt, die letzten 4, 3, 2, 1, geschafft. Gönn dir ein bisschen Pause, locker die Beinmuskulatur ein bisschen aus. Wir machen heute viel in Seitlage, das heißt, bleib noch ein bisschen auf der Seite. Es geht eins weiter nach oben, jetzt kommt der Trizeps dran hier oben und die seitlichen Rumpfmuskeln. Dafür kommt die obere Hand auf die Matte und die untere Hand auf den Oberkörper. Und von hier drück dich langsam hoch. Ausatmen hoch, einatmen tief, mit dem Ausatmen komm hoch. Du kannst dich einmal umarmen und zieh den Bauchnabel wieder ein. Die Übung trainiert ganz viele Muskeln mit einem sehr ungünstigen Hebel. Also wenn du 8 Stück schaffst, bist du schon sehr gut. Hast du mitgezählt? Ich leider nicht. Naja, sagen wir mal, wir sind bei 6, oder? Nummer 7. Ein letztes Mal noch, Nummer 8. Geschafft. Und bleib gleich oben. Platziere deinen Ellenbogen unter der Schulter. Und jetzt Vorsicht, dass du hier nicht einsinkst, sondern drück dich raus aus der Schulter. Halte Spannung. Schieb dein Becken ein Stückchen weiter nach hinten, neutrale Position. Und dann geh in die Gegenbewegung nach unten. Und in die Länge. Kopf schaut nach unten, Kopf schaut in die Länge hinein. Ausatmen. Halbe Meerjungfrau, Mermaid heißt die Übung. Dehnt und stabilisiert das Schultergelenk. Einmal noch. Und dann sortiert die Beine um. Wir bleiben jetzt da oben im Unterarmstütz. Knie, Hüfte, Unterarm, alles in eine Ebene. Jetzt überprüf schnell, wie war das gerade eben mit deiner Schulter. Wenn die Schulter wehgetan hat, dann trainiere jetzt nur noch die Stützfunktion. Drück dich raus aus der Schulter, lass das Becken auf der Matte und heb nur das obere Bein an. Geht das gut? Bauchnabel, Rippen geschlossen. Wenn deine Schulter nicht wehgetan hat, dann machst du ein bisschen schwerer. Komm weiter nach oben, zieh dich in die Länge, Kopf schaut nach unten und drück dich raus, schieb dich hoch. Es wird ein bisschen anstrengender jetzt gleich. Wir brauchen gar nicht so viele Wiederholungen machen. Bleib hier, streck dein Bein. Drück dich weiter nach oben, Vorsicht, dass du nicht ausweichst. Ellenbogen, Schultergelenk auf gleicher Höhe. Gestreck das Bein, langsam hoch, langsam tief. Zieh dich weiter raus. Atmest du noch? Dein Nacken noch entspannt? Ich schaffe noch 4, 3, 2, 1. Pause. Sehr gut hast du das gemacht, super. Knie und Fuß berühren sich, geh in die Gegenbewegung hinein. Einatmen lang. Und ausatmen, dehn dich in die Seite. Einatmen lang. Zweiter Teil der Meerjungfrau, Mermaid. Und in die Dehnung. Genieß die Dehnung in die Seite. Letztes Mal. Und lösen. Eine Seite haben wir geschafft, nachher kommt gleich die andere Seite. Aber bevor die andere Seite kommt, mach ein bisschen was ganz anderes, nämlich mach was für die Rückenmuskulatur und für deine Beinmuskeln. Dafür komm in einen Vierfüßlerstand. Und hier drück dich raus aus den Schultern, lass die Ellenbogen leicht gebeugt und drück die Finger in die Matte hinein. Jetzt streck dich lang, rechte Hand, linkes Bein zurück. Linke Hand, rechtes Bein und zurück. Einatmen lang, ausatmen zurück. Dein Bauchnabel eingezogen, sind die Rippen gut geschlossen. Bleib auf einer Diagonale, Hand berührt dein Knie und wieder lang strecken. Hand zum Knie und streck dich lang. Überprüf nochmal, ist deine Schulter stabil? Nicht reinhängen, drück dich raus aus der Schulter. Genau, super, oben bleiben. Ellenbogen noch leicht gebeugt, Bauchnabel noch fest. Ups, Gerät unten. Nächste Übung, mach im Vierfüßlerstand und trainiere die Rückenmuskulatur, die Becken- und die Beinmuskeln. Und dafür drück dich raus aus den Schultern. Ellenbogen sind leicht gebeugt und Vorsicht, Finger sind in die Matte hineingedrückt. Stabilisier dich gut. Jetzt strecke im Wechsel rechte Hand, linkes Bein zurück und linke Hand, rechtes Bein und zurück. Einatmen lang,
Ausatmen, zurück. Hast du deinen Bauchnabel wieder eingezogen? Hast du deine Rippen gut geschlossen? Bleib auf einer Diagonale, lang und rund, lang und rund. Und jetzt achte auf die Schulterachse. Die Schulterachse ist parallel zum Boden. Vorsicht, dass du hier nicht runterfällst. Bleib oben, drück dich raus aus den Schultern. Halt gut die Spannung. Zwei mehr. Und bleib gestreckt. Daumen dreht nach oben, drück dich raus und schieb dich hoch. Vorsicht, dass du nicht reinhängst. Bauchnabelspannung halten, Rippen schließen. Du bist beim Endspurt für die Seite. Die letzten acht. Finger in die Matte, Ellenbogen leicht gebeugt. Noch vier, drei, zwei und wechsel. Andere Diagonale. Zieh dich lang, mach dich rund. Atmest du wieder? Achte darauf, dass die Atmung regelmäßig bleibt. Und jetzt korrigiere wieder die Armachse. Finger in die Matte, Ellenbogen leicht gebeugt und Vorsicht, Schulter rausdrücken. Nie reinsinken, sondern schütz dein Gelenk, drück dich raus. Zwei mehr. Und bleib gestreckt und es geht hoch, hoch, hoch. Hier achte wieder drauf, der Daumen dreht nach oben. Drück dich weiter raus, Ellenbogen gebeugt, Bauchspannung halten. Du bist beim Endspurt, du hast es gleich geschafft. Super, durchhalten. Beinmuskeln arbeiten, Po-Muskeln arbeiten, Rückenmuskeln. Die letzten vier, durchhalten. Drei, zwei, eins und Pause. Ja. Gönn dir drei, vier tiefe Atemzüge. Becken nach hinten, Kopf entspannt auf der Matte. Noch einmal, tiefer Atemzug. So, und jetzt haben sich deine Muskeln vorne entspannt von der Side-Leg-Series. Jetzt kommt die zweite Seite dran. Und dafür drehe dich auf die andere Seite. Ich hoffe, du weißt noch, auf welcher Seite du warst. Ich hatte die Füße vorhin hier, jetzt geht's nach da. Sortier dich, leg dich ans hintere Mattenende. Beine sind lang und ausgestreckt und du achtest wieder drauf. Nicht nach hinten fallen, sondern bleib hier vorne. Becken käme auf gleiche Höhe. Bauchnabel zieht ein, Rippen schließen, Kopf entspannt auf die Matte oder halt deinen Kopf oder leg den Polster drunter. Beide Beine lösen, unteres Bein schwebt, oberes Bein bewegt. Zieh dich noch ein bisschen mehr in die Länge hinein dabei. Bist du stabil mit deinem Becken? Wenn du stabil bist, das Becken nicht wackelt, machst du es schwerer und löst die Hand von der Matte. Ich wackel schon. Manchmal hat man eine Seite, die geht besser, eine Seite, die geht nicht so gut. Ja, das ist ganz normal, dass der Körper ungleich ist und man seine Lieblingsseite hat und die andere Seite, die nicht so gut geht. Zwei dazu, bleib lang, Oberschulter entspannt und dann geht es im Wechsel vor und zurück. Scissors, die Schere, nach vorne, nach hinten. Jetzt achte drauf, das Oberbein schwebt ungefähr auf Hüftgelenkshöhe. Du hast eine Handbreit Abstand zwischen deinen Beinen. Und trotzdem, Bauchnabel zieht ein, Rippen schließen. Und bleib lang, die letzten vier. Wenn du kannst, werd größer. Drei. Noch weiter. Zwei. Und letztes Mal, mit dem letzten Mal, kommt das untere Bein übers vordere Mattenende hinaus, oberes Bein in Verlängerung und mach hier weiter. Point hoch, Flex tief. Becken käme stabil, Taillendreieck weg von der Matte, wenn du kannst. Und wenn du magst, nimm das die obere Hand wieder zur Decke nach oben. Oder du kannst auch die Hand in den Nacken nehmen. Andersherum, Flex hoch, Point tief. Der Nachteil der zweiten Seite ist, die Muskulatur hat vorhin auf der ersten Seite schon mitgearbeitet. Also wenn du jetzt, so wie ich, schon ein bisschen was spürst, machst du es genau richtig. Perfekt. Und dann bleib hier fürs Fahrradfahren. Große Bewegung, weit nach vorne, weit nach hinten. Halt die Spannung und immer nach drei, vier Mal wechsel deine Richtung. Wie schaut es aus mit deinem Bauchnabel? Bauchnabel noch eingezogen, Rippen noch geschlossen. Wenn es gut geht, wenn dir schon langweilig wird, dann lächel ab und zu mal wieder. Kannst mich gerne anlächeln. Juhu, sehr gut. Ein letzter Richtungswechsel noch, nach hinten. Halt die Spannung, zieh dich noch ein bisschen mehr in die Länge hinein. Ja. Und dann zieh dein Knie an. Nächste Übung ist ein bisschen zum Entspannen. Knie bleibt, Unterschenkel streckt vor und zurück.
Bauchnabel bleibt fest und eingezogen, Rippen geschlossen, schieb dein Becken weiter nach hinten in die neutrale Position. Und jetzt bleib gestreckt, Endspurt. Bauchnabel fest, Rippen schließen. Wenn du kannst, nimm nochmal die Hand nach oben hoch, halt die Spannung über die Bauch- und über die Rückenmuskeln. Fast geschafft für 4, 3, 2, 1 und Pause. Ja, du hast dir wieder 3, 4 tiefe Atemzüge verdient. Ich spüre jetzt meine Po-Muskeln und meine Becken- und meine Beinmuskeln. Ich hoffe, du spürst auch schon ein bisschen was. Gehen wir weiter. Jetzt kommt wieder die Übung für den Trizeps und für die seitliche Rumpfmuskulatur dran. Untere Hand auf den Oberkörper, obere Hand auf die Matte. Platzier dich gut, stabil, Finger ein bisschen öffnen und dann drück dich raus, schieb dich hoch und langsam wieder nach unten. Ausatmen hoch und einatmen tief. Wie war das vorhin auf der anderen Seite? Ich glaube, 8 Stück haben wir uns vorgenommen, gell? Zählst du? Hälfte haben wir sicherlich schon, gell? Dann sind wir jetzt bei Nummer 5. Nummer 6. Es kommen die allerletzten 2 durchhalten. Die Nummer 7. Allerletztes Mal. 8. Super gemacht. Und bleib oben. Ellenbogen unter die Schulter. Schieb dich raus und dehn die Muskulatur wieder. Halbe Meerjungfrau, Mermaid. Nach unten schauen, in die Länge schauen. Ausatmen und wieder einatmen. Genieß die Dehnung, aber halt die Stabilität in der Schultermuskulatur. Drück dich raus aus deinen Schultern. 2 mehr. Letztes Mal. Und dann sortier die Beine um. Knie, Hüfte, Unterarm, alles in einer Ebene. Unterschenkel 90 Grad nach hinten und schieb dein Becken ein bisschen vor. Ellenbogen direkt unter der Schulter. Achte wieder auf deine Schulter. Vorsicht, nicht reinhängen, sondern schütz dein Gelenk. Drück dich raus und bleib hier oben. Bauchnabel, Rippen schließen, obere Hand zur Decke hoch. Wenn du Schulterprobleme hast, lass dein Becken liegen, beweg nur das Bein. Wenn es gut geht, komm hoch. Und jetzt entspann deinen Nacken, der Kopf kann nach unten schauen, keine Spannung im Nacken. Hier haben wir immer so 5, 8 Mal gemacht, glaube ich. Bleib oben, streck dein Bein, zieh dich in die Länge hinein. Kannst dir vorstellen, du hältst dich hier oben an was fest und schiebst dich weiter raus. Richtig Spannung aufbauen. 2 dazu und gestreckt das Bein. Endspurt, das ist die letzte Variante der Übung. Du schaffst das, komm, durchhalten, rausdrücken, langziehen. Super, ja, noch ein bisschen weiter hoch. Genau, perfekt. Allerletztes Mal. Und Pause. Geschafft. Fuß und Knie berühren sich. Zieh dich in die Länge hinein. Einatmen. Und mit dem Ausatmen gönn dir eine Dehnung zur Seite. Einatmen lang. Ausatmen in die Dehnung hinein. Die seitlichen Rumpfmuskeln wieder dehnen. Noch einmal. Und Pause. Das war die letzte der anstrengenden Übungen. Die nächsten Übungen sind zum Lockern und zum Entspannen. Und dafür machst du gemütlich in Rückenlage auf deiner Matte. Streck dich lang. Lass die Schultern in die Matte hineinsinken. Du hast jetzt viel gearbeitet heute. Deine Muskeln haben viel gearbeitet. Gönn dir Dehnung, gönn dir Entspannung. 3, 4 tiefe Atemzüge. Spür, wie die Muskeln lockerer werden. Wie du schwer wirst, in die Matte hineinsinkst. Und dann dreh deinen Kopf leicht, lass dein Ohr Richtung Matte sinken, nach rechts, nach links. Und zur Mitte zurück, stell die Beine auf, Arme gestreckt in die Matte. Und dann öffne und schließ die Beine, geh mit der Schwerkraft mit, von rechts nach links. Wieder für 3, 4 tiefe Atemzüge. Atme in die Seite hinein. Lass die Schultern in der Matte. Seitliche Rumpfmuskeln dehnen. Und das Ganze auf der anderen Seite. Beine wechseln, Kopf wechseln. Und auch hier wieder gönn dir 3, 4 tiefe Atemzüge. Dann komm zur Mitte zurück, beide Beine ziehen an zum Körper, kleiner Kreis mit deinem Becken.
Paar mal rechts herum, paar mal links herum kreisen. Heute haben die Po- und Beckenmuskeln viel gearbeitet, die dehnen bitte unbedingt noch nach den Übungen. Dafür stell ein Bein auf der Matte, Knöchel übers Knie und jetzt greif durch. Greif das Bein, was auf der Matte steht. Wichtig, nicht außen herumgreifen, sondern nur das Bein, was auf der Matte steht. Und dann zieh das Bein an zum Körper. Halt die Dehnung, ein paar Atemzüge lang. Wenn du magst, roll dich ein bisschen von rechts nach links. Wenn du die Dehnung verstärken möchtest, greif oben auf dein Knie. Das gleiche gönn dir auf der anderen Seite. Fuß auf die Matte, Knöchel übers Knie, durchgreifen, nur das Bein auf der Matte greifen. Und dann roll dich wieder ein bisschen von rechts nach links. Oder wenn du die Dehnung stärker haben magst, greif aufs Knie obendrauf. Löst die Position wieder und dann geht es mit ein bisschen Schwung zum Sitzen hoch. Hier oben setze ich auf deine Sitzbeinhöcker, öffne die Beine leicht. Wenn du magst, streck die Beine aus. Wenn du ein Polster dafür unter das Becken brauchst, setz dich leicht erhöht. Und dann komm rund in die Dehnung nach unten. Auch hier wieder 3-4 tiefe Atemzüge. Vorsicht, dass du nicht ausweichst. Beide Sitzbeinhöcker auf der Matte. Mit dem nächsten Einatmen zieh dich lang, Schultern sinken lassen. Und das gleiche auf der anderen Seite, ausatmen tief. Und auch hier wieder Vorsicht, nicht ausweichen, Sitzbeinhöcker drücken in die Matte hinein, die Dehnung ist hier oben. Es muss gar nicht so weit nach unten sein, sondern Nase Richtung Bauchnabel. Und dann richte ich wieder auf. Jetzt kommen wir eins weiter nach oben, Vierfüßlerstand. Wirbelsäule wird rund und wieder lang. Kettenkau, Nase zum Bauchnabel, Nase zur Decke hoch. Noch einmal. Und dann geh noch eins weiter nach oben. Komm auf die Hände, auf die Füße. Dreipunktstand. Drück die Fersen in die Matte. Lass den Kopf entspannt nach unten hängen. Nacken entspannen. Oberschenkel, Rückseite dehnt. Und dann wander langsam mit den Händen, mit den Füßen zusammen. Gewicht kommt nach hinten auf die Füße. Kopf hängt entspannt nach unten. Greif die Hände ein paar Mal Ja sagen, Nein sagen. Den Nacken ein bisschen lockern. Und wieder lösen. Roll dich Wirbel für Wirbel langsam nach oben hoch. Ausatmen dabei. Und wenn du oben angekommen bist, dann kreist die Schultern. 3-4 Mal nach hinten. 3-4 Mal nach vorne kreisen. Hände oben drauf. Ellenbogen genauso. Nochmal nach hinten, nach vorne. Alles nochmal lockern und durchbewegen. Im Wechsel zurück. Oberkörper geht mit. Und dann schwing die Arme locker aus. Vor und zurück. Und schließlich noch von rechts nach links. Pendeln uns wieder ein in der Mitte und ganz zum Schluss öffne nochmal die Beine, lange Wirbelsäule und jetzt gönn dir einen tiefen Atemzug. Tief einatmen und fallen lassen. Tief einatmen, fallen lassen. Schließ deine Hände über Kopf. Und wieder öffnen und fallen lassen. Gleich nochmal schließen. Und öffnen und fallen lassen. Jetzt schließ auch deine Beine. Streck dich nochmal ganz lang. Und damit hast du es geschafft für die Side Leg Series. Klasse, du hast super toll mitgearbeitet. Du hast was für dich gemacht, für deinen Körper. Applaus für dich, hervorragend warst du. Super.